Willkommen zurück im Livestream zum bundesweiten Digitaltag. Luisa und ich führen euch heute durch den aufregenden, spannenden, aktionsreichen Tag. Den haben wir gemeinsam mit der Initiative Digital für alle organisiert. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle Veranstalterinnen und Veranstalter, die den Digitaltag so zahlreich mitgestalten. Ja, dass heute so viele Menschen bei über 2000 Aktionen im ganzen Land zusammenkommen, um über digitale Themen zu diskutieren, digitale Technologien zu erleben, das ist euch allen da draußen zu verdanken. Und so ein bundesweiter Aktionstag, der ist natürlich auch nur mit vereinten Kräften und Unterstützung möglich. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, von Anfang an die Deutsche Telekom im Förderkreis des Digitaltags zu haben. Die Deutsche Telekom engagiert sich in vielen Bereichen rund um das Thema digitale Teilhabe. Und worauf es Ihnen dabei besonders ankommt, dazu sprechen wir jetzt mit Michael Haagspiel. Er ist Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships und verantwortet unter anderem die Koordination der Kommunikationsaktivitäten des Konzerns. Herr Haagspiel, schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Guten Morgen. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Bestens, ja. Sehr gut. Ja, die Motivation hinter dem Digitaltag ist, dass alle Menschen beim digitalen Wandel mit einbezogen werden sollen. Allen soll es ermöglicht werden, sich souverän und sicher, selbstbestimmt und selbstbewusst in der digitalen Welt zu bewegen. Das ist nämlich leider noch keine Selbstverständlichkeit. Laut unserer aktuellen repräsentativen Umfrage sehen 58% der Bevölkerung das Land als digital gespalten. Herr Haagspiel, die Deutsche Telekom setzt sich dafür ein, dass auf dem Weg in die digitale Gesellschaft alle dabei sind. Hierzu haben Sie die Kampagne #dabei ins Leben gerufen. Wo genau sollte man denn aus Ihrer Sicht ansetzen, um der digitalen Spaltung entgegenzuwirken? Ja, manchmal hilft es ja, wenn man den Initiativen auch Namen gibt. Und deshalb haben wir uns einfach mal für #dabei im Sinne von dabei sein entschieden. Und wir glauben, es gibt eigentlich drei Punkte, die wesentlich sind, um dann den Zugang zur Digitalisierung, den Zugang zu notwendigen Technologien entsprechend den einzelnen Fähigkeiten und auch den entsprechenden monetären Möglichkeiten zu gewährleisten. Das soll heißen, wir teilen eigentlich das Thema digitale Teilhabe in drei Kategorien ein. Das erste ist eben der Zugang zu digitalen Technologien und dafür braucht man gute Netze. Das zweite ist, das Ganze muss für jeden bezahlbar sein, wenn man es englisch ausdrücken will, Affordability, mir ist lieber Bezahlbarkeit. Und das dritte ist, uns ist es wichtig, auch die Fähigkeit an Digitalisierung, an digitalen Medien, Medienkompetenz mitzugestalten. Die Telekom hört nicht auf beim Zugang, sie hört nicht auf bei der fairen Teilhabe an Netzen, sondern sie möchte auch die Art und Weise der Kommunikation unter #dabei mit unterstützen. Also Zugang ist da ein ganz wichtiger Baustein der Dabei-Kampagne. Einigen Menschen fehlt der aber tatsächlich noch zu digitalen Endgeräten oder zum Netz. In welcher Verantwortung sehen Sie sich denn da als Telekommunikationsanbieterin? Grundsätzlich ist natürlich die Hauptaufgabe der Telekom, das ist unsere DNA, jedem in Deutschland, aber auch international. Ich spreche ja hier für die Telekom-Gruppe, die Deutsche Telekom-Gruppe. Das geht von Amerika bis Rumänien. Unsere Hauptaufgabe ist es natürlich, Zugang zu schaffen. Und Zugang schafft man, indem man Netze baut. Niemand investiert in Deutschland, aber auch anderswo so viel in die Netze wie die Deutsche Telekom. Wir machen das seit Jahren. Wir haben fast jedem in Deutschland inzwischen die Möglichkeit gegeben, einen Internetzugang mit bis zu 100 Megabit zu nutzen. Niemand investiert so viel in Mobilfunknetze. Sie wissen, wir rollen jetzt schon wieder die nächste Technologie 5G aus und haben das schon in Deutschland für die meisten Menschen gewährleistet. Das heißt, der permanente Ausbau unserer Netze ist unsere Kern-DNA. Und ich glaube, da sind wir gut unterwegs. Aber es geht eben darum, darüber hinaus auch dann diesen Zugang jedem zu ermöglichen und Produkte zu schaffen, die auch für jeden in der Gesellschaft
dann am Ende des Tages so gestaltet sind, dass er sie wirklich nutzen kann. Da geht es um Tarife, da geht es um unsere Webportale, da geht es um unsere Apps. Das heißt, das Ganze muss auch so einfach oder teilweise eben auch so behindertengerecht, gehandicaptengerecht aufgebaut sein, dass sie eben jeder nutzen kann. Das ist für uns wichtig. Ja, diese niedrigschwelligen Angebote haben wir heute auch schon gehört in den Gesprächsrunden davor, sind ein ganz wichtiger Baustein. Vielleicht schauen wir nochmal auf das Thema Medienkompetenz, weil das ist natürlich auch die Endgeräte, der Zugang ist das eine. Es kommt dann natürlich aber auch darauf an, wie sicher ich mich auch im Netz bewegen kann, welche Kompetenzen ich im digitalen Raum habe. Und das ist auch, so wie ich das verstanden habe, ein weiterer Baustein Ihrer #Dabei-Kampagne. Mir eben genau da anzusetzen und Medienkompetenzen zu fördern. Wie machen Sie das denn genau? Ja, also das ist, was ich gesagt habe. Wir gucken halt integriert auf das Thema. Wir bauen die Netze. Wir möchten die preisgerechte Zugang gewährleisten. Ich erwähne in diesem Zusammenhang auch dann insbesondere im Hinblick auf Ihre Frage nochmal unsere Aktivität, gerade auch möglichst viele Schulen ans Netz zu bringen, damit halt im frühen Alter bereits gelernt werden kann, ja, mit den Medien kompetent umzugehen. Und wenn ich mal auf die Kampagne eingehe, und es ist ja eine reichweitenstarke Kampagne, war jetzt keine kleine Kampagne, sondern eine große Kampagne, 800 Millionen Medienkontakte haben wir mit unserer Gegen Hass im Netz Kampagne ja erreicht, dann ist das, glaube ich, ein gutes Beispiel, wie man durchaus auch mal aus der Realität kommen, wirklich mit Betroffenen, die dann Hass im Netz erlebt haben und mal ihre Betroffenheit offen zeigen oder darstellen kann, was gibt es eigentlich, was ist nicht korrekt und was muss geändert werden. Und dazu arbeiten wir, weil das ist immer wichtig, wenn ich ein Problem aufzeige, dass ich auch eine Lösung anbiete, mit 44 Partnerorganisationen zusammen, die sich eben für Zivilcourage, für mehr Demokratie, für Inspirationen im Netz und Ausgrenzung und gegen Ausgrenzung und Diskriminierung einsetzen. Und das wollen wir in zahlreichen Workshops in unseren Initiativen vermitteln. Ja, interessant hier der Zusammenhang zwischen da auch Medienkompetenzen und auch Demokratiebildung. Darüber sprechen wir sogar auch später im Livestream nochmal mit anderen Partnern. Sie haben ja auch bei Teach Today das Thema MINT-Fächer und Kompetenzen, digitale Bildung für Kinder nochmal anders im Fokus. Wie genau machen Sie das? Sie haben gesagt, Sie schließen die Schulen auch ans Netz an. Gehen Sie da auch an die Schulen und stärken hier MINT-Kompetenzen? Was passiert da? Teach Today ist eine Initiative, die wir, wie gesagt, mit vielen Partnerorganisationen vorantreiben, aber selber uns hier auch in die Führung gehen wollen, weil wir glauben, und jeder weiß es, 90% unserer Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren haben inzwischen ein Smartphone. Und natürlich entwickeln sie Fähigkeiten, damit umzugehen, teilweise mehr ja als wir Erwachsene. Das heißt aber nicht automatisch, dass der verantwortungsvolle Umgang dadurch gewährleistet ist. Und wir glauben, dass man auch hier schulen muss, wie erkenne ich eigentlich Fake News? Ja, wie gehe ich mit Cybermobbing um? Wie schütze ich denn meine eigenen Daten? Ist ja ein Punkt, der eben auch angesprochen wurde. Und da glauben wir, muss man in einen Dialog, in eine Zusammenarbeit kommen und nicht mit Jugendlichen alleine oder nicht alleine mit Eltern oder Lehrern, sondern man muss gemeinsam hier Antworten geben, muss sich gegenseitig verstehen, muss sich mit den Themen auseinandersetzen. Und das ist eigentlich Ziel der Initiative Teach Today, unter Einbindung der Jugendlichen, Lehrer, Eltern, wer immer auch mit den Jugendlichen in Kontakt ist, fit zu machen und beide dann gleichzeitig auf verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien, in den digitalen Medien vorzubereiten. Das ist das Ziel von Teach Today. Dazu haben wir eine Toolbox mit über 100 Formaten entwickelt, die leicht dann auch wirklich in den Schulunterricht zu integrieren sind. Und insofern, das ist das, was ich so ein bisschen meinte, mit unserem Ansatz in Stufen vorzugehen, Netze zu bauen, Menschen über Tarife zu enablen und dann aber auch eben Schulung zu leisten, wie ist ein verantwortungsvoller Umgang im Netz sicherzustellen, damit wir gegen Hass im Netz vorgehen können.
Ja, spannende Einblicke. Vielen Dank. Teach Today kann man heute auch beim Digitaltag sehen. Die sind auch mit involviert. Also da vielleicht auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal der Hinweis, dass es da heute auch Aktionen auf unserer Aktionslandkarte der Deutschen Telekom zu finden gibt. Sie hatten es vorhin schon mal angesprochen, internationale Zusammenarbeit beim Thema digitale Teilhabe. Wie sieht das aus? Werden einzelne Kampagnen, einzelne dieser Projekte in einzelnen Ländern erstmal ausprobiert, man rollt die größer aus. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft da die Kooperation? Da sind wir wirklich gerade mittendrin, uns mit auch unseren Partner- oder Tochterunternehmen, sind es ja in ganz Europa, viele Zuhörer wissen es vielleicht, Zuschauer wissen es vielleicht, die Deutsche Telekom ist ja nicht mehr nur in Deutschland unterwegs, sie ist in Amerika unterwegs. Sie ist in Polen unterwegs, Rumänien, Ungarn, Österreich. Das heißt, wir sind die führende europäische und inzwischen darf man sagen transatlantische Unternehmung, die Telekommunikationsdienstleistungen anbietet. Und da ist es natürlich zwangsläufig, dass man sich mit den Kollegen austauscht. Ich nehme mal ein Beispiel aus Amerika. Da ist ein ganz bewusstes, das nennt sich Project 10 Million, ja, gesteigert worden. Wie kann ich es schaffen, 10 Millionen Haushalte Zugang zu digitaler Technologie entsprechend ihrer Möglichkeiten, wieder ihrer Fähigkeiten, aber auch ihrer monetären Möglichkeiten gewährleisten. Und daraus lernen wir natürlich, da tauschen wir uns regelmäßig aus, nutzen die digitalen Medien. Das ist in Corona ja nochmal richtig dann geschult worden, auch für uns selber im Unternehmen und sind im regelmäßigen Austausch. Genauso aber mit unseren Kollegen in Griechenland, in denen zum Beispiel die über unsere griechische Tochtergesellschaft die sozialen Aspekte der digitalen Teilhabe schon seit Jahren gefördert wurden. Das heißt, wir sprechen untereinander. Wir haben ein großes Corporate Social Responsibility Manager Netzwerk. Das heißt, die Mitarbeiter der einzelnen Unternehmen sind im regelmäßigen Austausch. Wir geben gute Erfahrungen weiter. Best Practice Sharing, wie es ja so schön neudeutsch heißt, also das Teilen der guten Erfahrungen, die gemacht hat, und sorgen somit dafür, dass wir bei der Deutschen Telekom im Rahmen der Ausübung, der Ausführung unserer Corporate Responsibility Strategie international gut zusammenarbeiten und damit vielen, vielen, vielen Millionen unserer Kunden diese Dinge zukommen lassen können. Ja, vielen Dank, dass Sie bei uns im Livestream dabei waren, Herr Hackspiel, und uns Einblicke rund um das gesellschaftliche Engagement der Deutschen Telekom gegeben haben. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass Sie den Digitaltag schon von Anfang an im Fördererkreis mit unterstützen und ja, freuen uns, heute auch die Telekom-Aktion dann noch zu sehen. Ja, vielen Dank, gerne. Passend zu unserem Gespräch wollen wir gerne auch noch ein paar Aktionen vorstellen, die heute stattfinden. Teach Today ist, wie gesagt, auch mit dabei. Kinder im Kita-Alter sind aber auch in der Stadtbibliothek Sindelfing willkommen. Dort können kleine B-Bots, das sind also kleine Roboter, Bienen, kennenlernen und spielerisch programmieren. Für alle Fotografiebegeisterten gibt die Hochschule Trier um 11 Uhr Einblicke in die 3D-Fotografie und zeigt, wie sich erstaunlich genaue Modelle erzeugen lassen. Da werden zum Beispiel Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor in Berlin ganz neu erlebbar. Ja, und alle Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem hessischen Flörsheim am Main. Aufgepasst, da gibt es heute einen lokalen Digitaltag auf dem Marktplatz, wo auch eine Menge geboten wird. Jetzt am Vormittag gibt es da zum Beispiel eine Smartphone-Hilfe oder Infoveranstaltungen vom Polizeipräsidium zum Thema Cybercrime. Also nichts wie hin dort. Sendet uns auch immer gerne eure Eindrücke vom Digitaltag, zum Beispiel mit dem Hashtag Digitaltag auf Social Media. Dann erscheint ihr auf unserer Social Wall, die ihr hier jetzt auch eingeblendet seht. Und ja, könnt einfach auch schauen, was heute in ganz Deutschland stattfindet. Direkt im Anschluss sendet außerdem Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff Grüße aus Sachsen-Anhalt. Das könnt ihr direkt sehen, wenn ihr hier dran bleibt. Unser nächstes Gespräch mit Partnern der Initiative Digital für alle findet dann um 10.45 Uhr statt, und zwar mit dem Deutschen Städtetag. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder zuschaltet. Bis dahin viel Spaß und bis gleich.